Gleich beginnt schon der Vlog von der Dokumi, aber davor will ich noch sagen, falls ihr irgendwie so einen krassen Einblick jetzt hier erwartet, also mit der Dokumi, was es in welcher Halle gab und bei wem es was gab so, dann seid ihr hier falsch so. Erstens so, ich bin nicht der krasseste Vlogger und zweitens ist das eher ein Vlog über das Wochenende und nicht über die Dokumi. Weil manchmal finde ich es ein bisschen unnötig oder ungelegen zu filmen, wenn ihr wisst, wie ich meine. Ich hoffe mal trotzdem, ihr habt viel Spaß so. Als nächstes kommt jedenfalls ein Video zu Interspecies Reviewers und dann würde ich mal sagen, viel Spaß. Es ist gerade 5.50 Uhr am Freitagmorgen und heute geht zur Dokumi zusammen mit Maxi, also einem Kollegen von mir, und ey, ich freue mich richtig auf die Dokumi, weil einerseits natürlich die größte Anime-Messe in Europa, glaube ich, und zweitens, man chattet natürlich immer mit so Freunden über zum Beispiel Insta und die dann in Real Life zu treffen, ey, Real Talk, übelst nice. By the way, ich habe mich auch low-key ans Cosplay versucht. Es ist auf jeden Fall nichts Krasses, soll Doja Buki sein. Hose hat mich 20 gekostet, T-Shirt hat mich so 15 Euro gekostet, 35 Euro Cosplay. Aber Real Talk, so bis jetzt scheint die Schlange nicht mal so weit zu sein. Und sie sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich werde nie wieder irgendwas sagen, ey. Also wir sind jetzt hier irgendwie durch. Real Talk, das ist hier voller als alles andere. Aber warte, wie viel Uhr haben wir jetzt? 11.30 Uhr, oder? Jo, ich bin krasser Schätzer. Und um 13 Uhr öffnet. Unsere erste Halle war jedenfalls die Künstlerhalle. Aber da wir jetzt nicht so viel mit Cosplays oder Zeichnen zu tun haben, waren wir nicht wirklich lang in dieser Halle. Also sind wir zu den für uns wichtigsten Ständen gekommen. Die mit den Figuren waren dabei am interessantesten, weil besonders Maxi weitere Jojo-Figuren gesucht hat. Und diese Glaskästen waren schon echt cool, weil obwohl ich jetzt nicht von allen der Fan bin, wollte ich gefühlt so alles mitnehmen. Also ich bin wirklich nicht so der krasseste Demon Slayer-Fan, aber ich wollte da gefühlt so alles kaufen, also das ist wirklich verrückt. So, die Mesh-Dinger sind schon nice, so vor allem das Lemon-Ding. Ich würde mir in Real Talk so diese Lemon-Figur holen, so. Aber ich glaube, da würde ich heute erstmal so abwarten. So. Ja, safe. Also. Man muss ja gucken, bevor man investiert. So. Genau, und das ist, glaube ich, so eine Figur, die würde man von anderen Ständen bekommen. Boah, Junge, der kleine Zelda. Also ich finde so, der Arthur sieht hier am besten aus. Irgendwie feiere ich zum Beispiel von Shaman Ding. So, ich habe jetzt meine erste Shonen Jump geholt und gegen allen Erwartungen ist das eine über Sakamoto Days. Die sind schon nice eigentlich. Aber ich feiere so auch so mit diesen Effekten aus Demon Slayer, die nicht sind. Kaido, Alter, ey. Ich finde, von den Farben sieht das voll krass aus. Oder hier, ich haue. Zu den Manga-Ständen sind wir natürlich auch gegangen, wo, glaube, Manga-Kult so eine Dokumi-Edition von Yu Yu Hakusho hatte. Und natürlich hatte derselbe Stand auch den Goat-Manga Blood on the Tracks. Wir stehen jetzt hier so bei diesem An- und Verkauf an und es bewegt sich seit 30 Minuten gefühlt nichts. Aber Loki, so, das kann Investment sein, okay? Wir sind jetzt so in 2 Sekunden weitergekommen als in 10 Minuten. Wir kamen von da, aber jetzt sind wir hier, weißt du, wie ich meine? Das ist Motivation. Und draußen gab es natürlich wieder so coole Anime-Autos. Sogar bester Shonen. Also wir haben legit jetzt eigentlich alles durch, aber Maxi braucht hier noch ein Artbook. Und ich finde es irgendwie richtig suspekt, weil auf jeder Con ist eigentlich immer so dieses Evangelion-Artbook so. Aber heute irgendwie nicht, das ist crazy irgendwie. Der erste Tag der Dokumi, das war mein erstes Mal. War das dein erstes Mal? Natürlich. Also Real Talk, wir brauchen definitiv mehr Artbooks, aber sonst ist es eigentlich ganz cool so. So auch so, dass man so Leute trifft, zum Beispiel auf manche Fußfetischisten, blende ich dann so ein Bild von Akif ein. Oder auch andere Leute, es ist wirklich nice. Yeah. Ja, jetzt hier wir sind jetzt im Hotel, ich bin hier auf Fanservice-Basis angelehnt im Bad, weil das ist wirklich gefühlt der einzigste Bereich, wo eine Beleuchtung ist. Jedenfalls habe ich mir eine Shonen Jump geholt, das ist hier über Sakamoto Days. Eigentlich sollte meine erste Shonen Jump Kagurabachi sein, aber jeder macht mal Fehler, deshalb habe ich keinen jüngeren Bruder. Die hat mich 20 Euro gekostet, ist auf jeden Fall ganz chillig. Außerdem, was ich mir auch noch geholt habe, das war nämlich bei diesem An- und Verkauf, den es immer so auf Cons gibt, kann man gute Schnäppchen machen. Ich habe da ein bisschen overpriced, nämlich habe ich mir den Abschlussband von Demon Slayer geholt, inklusive irgendwie so, ich glaube, 4 Figuren. Das Ding hat 60 Euro gekostet. War es wert? Absolut nicht. So, als nächstes habe ich natürlich mein Abendessen Cheestrings. Ich finde, das ist so ein richtiges TikTok-Food, weil, kennt ihr es so bei Cheestrings? Das ist ja nicht so ein normaler Käse so. Den isst man nicht so ganz normal, war im Back so. Den kann man so in einzelnen Spalten so, keine Ahnung, irgendwie sowas. Und ich finde, Cheestring ist schwierig zu essen. Diese Entscheidung immer. Macht man noch einen Streifen ab oder isst man das ganz so? Ja. Mir fällt gerade auf, ich mache ihr das Thumbnail hier mit. Im Bad. Aber jetzt das Highlight. Warte, welcher Stand war das? Das Highlight ist Yu Yu Hakusho Band 1. Nämlich ist das die Dokumi Edition, glaube ich, von Manga Kult. Das sieht übelst nice aus. Ich weiß nicht, was sie hier hinten gemacht haben. Das sieht so ein bisschen runenhaftig aus, als würden die da irgendwie so was beschwören. Vielleicht ja der Highschool DxD-Ankündigung. Wir haben hier so die Gang in so weißer Form, so adzensiert, könnte man schon sagen. Auf jeden Fall sehr nice. Ich finde, es geht schon sehr weit weg von den beiden Hunter-Hunter-Bänden, von den Covers, so, die es im Original gibt. Was ist deine Meinung dazu? Habe ich Hunter Hunter gesagt? Ja,
trafen die dann in die Wert ab. Das ist ein dreckiger Reseller, deshalb sollte man ihn jumpen. Hunter Hunter, diese, ich sag wieder Hunter Hunter. Diese Yu Yu Hakusho Version hat, by the way, 15 Euro gekostet und er hat hier nochmal ein richtig Schnäppchen gemacht, denn er hat hier sich Lamp X geholt. Welch für 3,50 Euro, wirklich, das ist crazy. Er hat den 1., 10., 11., 12., 13., 14., 16. Band, aber ey, für 3,50 Euro kann man sich da beschweren so. Und ich muss jetzt auf jeden Fall noch über den Plus 18 Bereich reden. Also ich war brutal erstmal erstaunt, weil ich dachte, das wäre erstmal nur so ein Raum und der war voll mit Alkohol und Tattoos so. Aber dann kam so der zweite Raum, ey, alles voller Hentai und so. Und ich habe zum Beispiel mal einen Experten gefragt, nämlich Jeremy. Der meinte zum Beispiel, dass Fotos, die heute 60 Euro kosten, also die waren davor für 30 Euro drin. Also man merkt schon so ein bisschen eine NSFW-Inflation. Was geht, Leute? Es ist jetzt Samstagmorgen, 9 Uhr oder wir wollen so um 9 Uhr weg. So ein bisschen vor der Dokumin noch so shoppen bei Aldi, Dingens da oder keine Ahnung. Aldi oder Lidl ist beides so das Gleiche. Ja, bist du Connor oder so. Also sag mal, denkst du ja irgendwie heute Vollheit? Es ging eigentlich voll schnell so. Man könnte so denken, man braucht voll lange in der Schlange, aber es ist eher so, dass man wirklich gefühlt so in der Schlange durchrennt. Also es dauert wirklich nicht mal so lang. Am Samstag haben wir uns dann mal die Gaming-Halle vorgenommen. Da gab es zwar auch so moderne Konsolen, aber warten ist halt irgendwie langweilig. Also waren wir jetzt nur an diese Emulatoren, wo man sowas wie Mortal Kombat, FIFA, Street Fighter, JoJo's oder auch Dragon Ball spielen kann. War auf jeden Fall ganz cool. Junge, was ist das? Genau, das ist wild. Aber natürlich darf der Figuren-Grind nicht aufhören. Ich hab mir jetzt so für 25 Euro so eine Dragon Ball Figur gezogen, statt für 50. Wir stellen jetzt hier so ein bisschen, bis du so einen Crater treffst, darauf freue ich mich richtig. Dort habe ich, by the way, unter anderem auch Mox getroffen und der hatte am Freitag einfach mal genauso viele Schritte wie ich. Das hier ist so ein Sesamball mit irgendeiner Scheiße so, keine Ahnung. Hier Kartoffelringe. Generell mein ganzer Teller ist frittiert so. So Leute, wirklich nices Essen, gerade noch mit Mox, Manga, Animano und Janway gehabt, Alter, jetzt noch irgendwie den zu kriegen. Wirklich, also könnte meinen, hier ist irgendwas ausgebrochen. Dann denkst du, Kim Jong-un hat auf den Knopf gedrückt, weißt du, wie ich meine? So Leute, wir sind jetzt back im Hotel, also die Deutschen haben jetzt aufgehört, ihren Sieg zu feiern, wie man es wahrscheinlich hört. Ich glaube, wenn die Türkei gespielt, gewonnen hätte, ihr wisst schon, wie ich meine, dann würde man das laut und deutlich hören. So wirklich Respekt an, beziehungsweise Shoutouts an die Türkei-Fans so. Real Talk ist insane, wie die supporten so. Auf jeden Fall, heute war richtig nice, so das Essen, davon habe ich nicht mal so viel mitgekriegt, weil man konnte gut mit Animano, Mox und Yanwei auf jeden Fall gut quatschen und natürlich auch mit Maxi. Shoutouts gehen raus. Und die Con war auf jeden Fall auch sehr nice. Man hat ein paar Leute getroffen. Also jeden, den ich getroffen habe. Ey, Shoutouts gehen raus so. Junge, auf einmal blitzt es, Digga. Daran sind die Deutschland-Fans schuld. Die Aura. Weil ich will mir... Hö, okay, er macht gleich irgendwie UdSSR-Hymne an. Was war das? Typisch Android. Das ist so wie so dieses typisch so Android-Notification-Sound-Memes. Weißt du, wie ich meine? Wo dann das halbe Handy explodiert. Es ist jetzt Sonntagmorgen. Wir müssen gleich aus dem Hotel raus, beziehungsweise und gleich geht's wieder zur Dokumi. Ganz vergessen, was zu zeigen, was ich gestern im Realtalk verpennt habe. Egal, so. So, Leute, nämlich habe ich mir noch so die Son Goku Dragon Ball Kamehameha-Pose geholt. Hat mich irgendwie so 25 Euro gekostet. Wir sind jetzt hier auf dem Weg zur Dokumi. Wetter ist leicht beschissen als gestern. Wir haben uns jetzt hier für 13 Euro 8 Takoyaki geholt. Länger Preis auf jeden Fall. Weiß nicht mal, was das ist. Das schmeckt 90% nach Ketchup. Jo Leute, Rach, der Restaurant-Test ist mal wieder weg. Da ist irgendwie so Tintenfisch drin. Professionell, hier ist irgendwie so Tintenfisch drin. Also es ist ganz okay, aber zum Beispiel hier ist irgendwie so Soße drin. So, das schmeckt ein bisschen wie heller Ketchup. Goat Ketchup, by the way. Hier ist noch irgendwie so was Grünes, so auch gesund. Ich finde so, man schmeckt zu hart so diese Soße raus, so Real Talk. 3 von 5. Heute haben wir Maxi, die Y-Food, probiert. Welche Sorte ist das? Creamy Cookie. Wie viel hat das gekostet? Gar nicht, gratis. Geschenk. Oh ey. Gleich mal Scheiße. Eigentlich wollte ich nur einen. Der drückt wirklich so Maxi. Diese Flasche so in die Hand. Ich hab hier irgendwie so Apfel-Zimt bekommen. Wird irgendwann getestet, keine Ahnung. Ja, also wir wollten dann eigentlich noch mehr Gratisproben einsammeln, aber Y-Food ist einfach mal verschwunden. Da aber nur Maxi auf den An- und Verkauf Bock hatte und ich ein Fantreffen mit der Toilette machen musste, habe ich mir dann das Seven Deadly Sins Sequel gegeben, was auch ganz okay ist. Danach sind wir aber schon nach Hause gefahren, also waren wir Sonntag nur so bis 14:45 auf der Dokumi, wo ich mir dann auf der Rückfahrt Delicious Dungeon geballert habe, denn Maxi musste so ein bisschen Schafe zählen. Ich habe jetzt hier so Zimtapfel, Digga. Das hier schmeckt ganz ehrlich scheiße so. Würde ich dafür Geld bekommen, würde ich vielleicht sagen so 6 von 10, aber jetzt würde ich sagen 4 von 10 so. Gang, gang. By the way, mir ist ein krankes Wortspiel eingefallen. Die haben das ja auf der Dokumi vergeben, so. Ich sag nur Waifu und Waifu. Stellt mich als Marketer ein. Waifu, Waifu.
So, wow. Das ist doch keine 4 von 10. 0 von 10. Ich hab's gerade weggeschmissen, Alter. Ich hab das Gefühl, jetzt müsste ich kotzen. Maxi, setz dich mal neben mich oder so. So, Leute, ich bin jetzt zu Hause, aber ich möchte diesen Vlog noch nicht beenden. Nämlich, ich möchte jetzt noch ein bisschen strecken, denn ich hatte mir noch was auf der Con gekauft. Das konnte ich aber davor nicht zeigen, weil wir schon aus dem Hotelzimmer ausgecheckt sind, wenn ihr wisst, wie ich meine. Auf jeden Fall habe ich mir hier eine Sasuke, wo er in seinem Fluchmal-Modus ist. Das habe ich mir gekauft. By the way, das ist hier, glaube ich, auch irgendwie so eine Special Edition, weil hier steht irgendwie 20 Jahre Naruto, also Jubiläums-Edition oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie wert ist. Vielleicht habe ich gerade 20.000 Euro zerschnippelt. Ich weiß nicht. Also erstmal wollte ich mir auch eine One-Piece-Figur holen, aber... Also mein Lieblingscharakter ist halt Sanji aus One Piece und da fand ich... Also da waren einfach keine geilen Sanji-Figuren oder keine Sanji-Figuren, die ich gefühlt habe. Nur ein bisschen Wano, aber mal gucken, okay. Keine Ahnung, die Figur hat 60 Euro gekostet, ist, denke ich mal, ganz fein. Würde ich sagen, 60 Euro, ich bin nicht so im Figuren-Game drinne. Und dann packe ich nochmal hier diese Dragon Ball-Figur aus. Oder was macht der hier für einen Spagat, Junge? Okay, Alter. Danach kann er keinen Sohn mehr zeugen. Die finde ich sogar low-key besser als die Sasuke. So, Leute, aber wie fand ich die Dokumi? Also, die Dokumi, würde ich sagen, ist ein ganz stabiles Event. Wenn man zum Beispiel Freunde hat, die auch Animes, Manga, Cosplays oder zum Beispiel auch so Anime-Art fühlen, wenn man halt so diese Freunde so über Deutschland verteilt hat, weil so gesehen Dokumi ist so ein Ort, wo sich dann alle treffen können und man hat da vor Ort nochmal was Nices. Und zum Beispiel, falls man ein paar Anime-Content-Creator und so treffen will... So ein Scheiß. Also dann ist es natürlich auch sehr nice. To be honest, was ich jetzt auch nicht so nice fand, ich weiß gerade nicht, ob ich mehr negative Sachen als positive Sachen sage, aber im Großen und Ganzen fand ich die Con schon gut. Also Dokumi war sehr nice. Aber was ich zum Beispiel sehr fand, ich finde so 3 Tage sind ein bisschen zu viel, weil nach Tag 1, würde ich sagen, hat man so circa alles erkundet. Also an Tag 2, da langweilt man sich ein bisschen oder da fokussiert man sich nicht mehr so auf die Con, sondern zum Beispiel auf Kollegen, die auch vor Ort sind, wenn ihr wisst, wie ich meine. Und ich finde, der 3. Tag ist dann schon so ein bisschen zu viel, wenn ihr checkt, wie ich meine. Das Ding ist halt auch, dass man in den meisten Hallen eigentlich so gesehen das Gleiche hat, weil zum Beispiel so diese klassischen Asia-Shop-Läden, Stände mit Lebensmitteln aus Asien oder Sachen aus Japan, so zum Beispiel Nudelsuppen oder so One-Piece-Eistee, ihr kennt sie alle so. Also gefühlt ist das so jeder 4., 5. Stand und auch so die Figuren-Shops, die basically das Gleiche haben. Also mir hat dieser Punkt auf jeden Fall nicht so gut gefallen, weil also dann erscheinen so diese Hallen nicht mal so groß, wisst ihr, wie ich meine? Aber ich finde es auf jeden Fall nice, dass da Verlege sind, die auch Special Editions und so auch ein paar Con-Extras ausgeben, auch zum Beispiel Y-Food. Also macht natürlich auch Sinn, die wollen Kunden gewinnen. Ich werde, denke ich mal, nächstes Jahr auch hingehen, aber nur vielleicht für so 1-2 Tage, weil so volle 3 Tage, finde ich, lohnt sich nicht so komplett. Wie fandet ihr es? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüssi, Kurski.